Ah, das Internet. Was machen wir denn? Checken wir mal YouTube. Oh, ich habe eine Nachricht. Kommentar. Du bist schwul? Hi Leute, ich bin Günther LP und das hier ist Günther Talks. Und tja, heute beschäftige ich mich mit den Hatern. Also, warum fangen wir nicht gleich an? Natürlich muss man als erstes mal bestimmen, ob es sich um einen Hate oder um Kritik handelt. Schauen wir uns doch mal den Hate an. Der Hate ist beleidigend, er ist meist voller Rechtschreib- und Grammatikfehler und er ist immer negativ. Schauen wir uns doch mal die Kritik an. In der Kritik ist ein Vorschlag oder eine Anregung, es ist nicht beleidigend und es können, muss aber nicht, es können positive Aspekte dabei sein. Schauen wir uns doch mal jetzt die verschiedenen Hater an. Da gibt es zu einem den Spaßhater. Er meint das Ganze nicht wirklich ernst und er will einfach nur ein bisschen Spaß haben und das ausprobieren. Auf der anderen Seite hätten wir den beleidigenden Hater. Er ist der richtige Hater. Er beleidigt und flamet den ganzen lieben langen Tag. Und er hat keine anderen Hobbys. Und dann, ja, die dritte Spalte, da fiel mir nichts mehr ein. Deswegen, Aber vielleicht fällt euch noch etwas ein, welche Haterarten es sonst noch gibt. Aber nun kommen wir mal zum Punkt, warum Hater tun, was sie eben halt tun. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Erstens, sie sind neidisch auf irgendwas, zum Beispiel auf Abozahlen, Klickzahlen oder einfach, weil man cooler ist. Der zweite Punkt, sie sind Opfer. Ich denke, da muss ich nicht großartig erklären. Dritter Punkt, sie sind nicht geliebt von den Eltern. Was teilweise oft vorkommt, was ein bisschen traurig ist. Vierter Punkt, sie suchen Aufmerksamkeit. Was auch an den Eltern liegt. Und oder sie haben einen kleinen Penis. Was bei 99% der Hater zutrifft. Und da das der kleine Penis von den Gegen abhängt, sind die Erziehungsberechtigten dran schuld. Nein, Scherz natürlich. Obwohl, vielleicht ein bisschen. Jetzt schauen wir uns mal an, was Hater so schreiben. Die einen schreiben vulgäre, sinnlos aneinandergereihte Kraftausdrücke. Wie zum Beispiel, du bist schwul. Dann gibt es noch einige, die vergleichen einen mit einer vergötterten Person, also eine Person, die perfekt ist in ihren Augen. Gronkh ist viel besser als du. Und dann gibt es da noch den epochalsten Hate von allen. Sie vergleichen dich mit. Come on.